Abstiegskampf in Westsachsen und Ronny König vom FSV Zwickau hat sicherlich etwas extra Motivation, denn er trifft auf einen alten Bekannten. Unter Rico Schmidt trainierte König einst in Aue. Zeit für alte Geschichten ist allerdings nicht in diesem Spiel, dafür geht es um zu viel. Rein ins Match, die Sachsen in den rot-weißen Trikots vom Start weg im Vorwärtsgang. Außenverteidiger Can Koskun ist das und der sucht Manfred Starke. Tomaschke allerdings pflückt den Ball sicher runter. Die Anfangsphase, sie gehört den Westsachsen. Meppen tut sich schwer hineinzufinden in diese Partie. Gute 10 Minuten dauert es, dann kommen sie mal in die Nähe des Tores von Johannes Brinkis und Tankulic zeigt an, dass er ordentlich Geschwindigkeit in den Ball hineinlegen kann, allein es fehlt an Präzision. Im Anschluss wieder der FSV Zwickau. Meppen hat gut damit zu tun, den Ball fernzuhalten vom eigenen Kasten. Es geht viel über Koskun, viel über den Außenverteidiger. Da liegt Starke, es gibt keinen Elfmeterpfiff und der Ball klatscht an den Pfosten. Szene läuft aber weiter. Starke hat sich wieder aufgerappelt. Und dann sehen wir das, was wir in diesem Spiel sehr häufig gesehen haben. Viel Kampf, auch viel Leidenschaft. Und am Ende kann es dann Meppen klären. Dieser Einsatz von Al-Hasaimi gegen Starke wohl zu wenig für einen Elfmeter-Pfiff. Im Anschluss allerdings, da fehlt dann nicht viel. Dringut Schuss klatscht ans Aluminium. Halbzeitpause in Zwickau, chancenarm, aber mit sehr viel Leidenschaft geführt. Und im zweiten Durchgang, da geht es dann wieder in die gleiche Richtung. Entsprechend das andere Team im Vorwärtsgang. Meppen mit Außenverteidiger Hasan Amin prüft erstmals in diesem Spiel Johannes Brinkis. Der Auftakt im zweiten Durchgang, er gehört den Gästen aus Meppen. Und die versuchen auch weiterhin das Spiel zu machen. Attackieren höher, greifen eher an, holen sich im Mittelfeld schon die Bälle. Julius Düker auf Jeska Czewski, der ist eingewechselt. Und das ist Bosic, Bosic-artistisch. Dejan Bosic, zwei Tore hat er bislang erzielt. In diesem Spiel bislang blass, aber in dieser Situation zeigt er mal sein Können. Verzieht allerdings den Seitfallzieher doch recht deutlich. Aber Meppen jetzt das stärkere Team. Sie drücken Zwickau tief hinten rein. Tankulic ist das. Immer wieder Außenverteidiger Jeska Czewski und der auf Hemlein. Das war knapp. In der 82. Minute ist Meppen ganz nah dran am so wichtigen Führungstor. So bleibt es aber beim 0:0. Wir sind in der Schlussphase. Mijatke noch mal mit einer Flanke und Lokoc eingewechselt. Auch er setzt diesen Kopfstoß knapp vorbei am Aluminium. Es sollte nicht sein mit einem Treffer. Und so trennen sich am Ende Zwickau und der SV Meppen. 0:0 unentschieden. Ein Remis, mit dem am Ende beide Trainer, also auch Rico Schmidt, leben müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir sehr viele Chancen über außen, über links, rechts. Haben wir viele Flanken gebracht, waren viele Leute in der Box. Haben es wieder nicht geschafft, das irgendwie über die Linie zu drücken. Trotzdem haben wir ein gutes Auswärtsspiel heute gemacht. Nicht so gut ist, dass es ein chancenarmes Spiel war. Dafür bleibt es aber weiter spannend im Abstiegskampf. Wir hätten es nicht gern so spannend. Aber wieder einen Punkt gemacht, haben Meppen auf Abstand gehalten, das ist auch wichtig. Und deswegen gucken wir jetzt nach Rostock. In Rostock geht es nämlich für den FSV Zwickau dann am Samstag weiter. Sonntag bekommt der SV Meppen im Heimspiel Lübeck vor die Brust. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.